Hallo liebe Trompetenfreunde, es freut mich, dass ihr heute wieder mit mir ein bisschen Trompete üben wollt. Das Heft, mit dem wir uns heute beschäftigen werden, sieht so aus und heißt 44 Etüden für Trompete für leicht Fortgeschrittene, zusammengestellt von Erich Rinner. So viel ich weiß, sieht mittlerweile das Cover etwas anders aus. Zumindest habe ich das im Internet gefunden, so sieht das jetzt aus. Meine Ausgabe ist schon etwas älter. Bleibt dran! Herzlich willkommen beim Kanal Üb mit mir und wie schon angekündigt werden wir uns heute mit diesem Heft beschäftigen, 44 Etüden für Trompete vielleicht Fortgeschrittene, und warum starten wir nicht gleich mit der ersten Etüde? Tempobezeichnung ist Moderato, also mäßig schnell, und wir fangen gleich damit an. Jetzt schauen wir uns die Noten dieser Etüde mal genauer an, und zwar die Tempobezeichnung ist Moderato, das heißt mäßig schnell. Auf dem Metronom schauen wir uns einmal die Tempobezeichnungen an. Moderato steht hier 108 bis 120 Schläge pro Minute, das ist verhältnismäßig schnell. Damit kommen wir bei solchen Noten schon in ein sehr hohes Tempo, daher würde ich vorschlagen, zum Üben beschränken wir uns mit einem Tempo um die 96 Schläge pro Minute. Eingestellt ist 2 Vierteltakt. So, diese Etüde befasst sich mit einem Thema, das die Trompete sehr häufig beschäftigt, und zwar, das sind Signale. Signale gibt es in sehr, sehr vielen Bereichen der Musik, und meistens werden die Signale von Trompeten gespielt. Das ist also eher eine klassische Trompetenetüde, vielleicht für Flügelhorn nicht so gut geeignet. Der Beginn, 2 Sechzehntel und dann eine Viertel, das ist schon das klassische Anfangsmotiv. Ta-ta-ta! Und jetzt müssen wir uns genau das Tempo vorstellen. Wie schnell sind denn diese Sechzehntelnoten? Metronom eingeschaltet. Sechzehntelnoten in diesem Tempo gehen. Ta-t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 a. Und zwei davon eben. Ta-ta-ta, ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Also, das wäre das 16-Tempo. Signale sind in der Regel aufgebaut mit drei Klangszerlegungen. In unserem Fall, die Tonart ist C-Dur, nicht schwer zu erkennen. Keine Vorzeichen, Schlusston und auch der Anfangston ist ein C. Und daher sind auch die meisten Signale in C-Dur gehalten. Das ist also der C-Dur-Dreiklang. Hier sieht man schon den ersten, nächsten und viele andere kommen dann auch vor. Das Anfangsmotiv wird hier mit einem Signal ergänzt und einer Schlussgruppe. Und hier ist das erste Thema oder die erste Phrase zu Ende. Und die werden wir uns gleich einmal vornehmen. Achtung! Im Metronom stelle ich ein. Zwei Takte voraus, dann geht's los. Wenn wir versuchen, musikalisch zu spielen, sollten wir circa hier auf der höchsten Stelle den Höhepunkt haben, auch in der Lautstärke, und dann die Lautstärke bis zum letzten Ton wieder etwas zurückführen, also etwas leiser werden. Dann kommt im Prinzip ein ähnlicher Teil noch einmal, aber hier ist der Unterschied jetzt das Lautstärke-Symbol. Am Anfang haben wir Mezzo-Forte Mittellaut und hier haben wir jetzt ein Forte Laut, und das Signal wird jetzt verdoppelt, also die Geschwindigkeit des Signals wird jetzt doppelt so schnell. Der zweite Teil von hier. So, das wäre der erste Teil. Jetzt kommt ein Kontrastprogramm. Wir sehen hier die Melodie mit Bindebögen und Striche über bzw. unter den Noten. Was bedeutet, diese Noten sollen jetzt breit gespielt werden. Hier sehen wir mit Bleistift, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, mit Bleistift ein
Decrescendo, also ein leiser werden auf diesen zwei Noten, was typisch ist für diesen Rhythmus, eine Viertel und eine Achtel, wo der Ton eben um eine Stufe absteigt und dort werden wir dann leiser. Ein sogenanntes Schwer-Leicht-Szenario, also Taram. Und diese lyrische Melodie geht dann grundsätzlich bis hierher. Wir werden uns diesen Teil einmal vornehmen. Wieder zwei Takte voraus. Hier versuchen wir wieder erst etwas leiser zu spielen und beim Mezzo Forte etwas stärker. Dann kommt der Schlussteil wieder im Forte, wie bei sehr vielen Stücken, am Ende noch einmal ein kurzer Höhepunkt erreicht wird und dann ist das Stück zu Ende. Der Schlussteil von hier. Wie man gehört hat, am Ende im vorletzten Takt ein Ritt, was bedeutet ritardando, etwas oder allmählich langsamer werden. So, nachdem wir jetzt die einzelnen Teile durchgeübt haben, werden wir diese Übung einmal zur Gänze durchspielen. So, das war's auch schon wieder. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß beim Trompete üben wie ich. Bei Fragen oder Wünschen, Anregungen und Beschwerden runter in die Kommentare. Ihr kennt das Spiel und über ein Abo würde ich mich persönlich sehr freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!